Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Gotzen Gamer. Ich bin's euer Pascal und heute haben wir mal was kleines anderes am Start und zwar wir spielen ein bisschen Bonkies. Das Spiel wurde uns empfohlen bzw. von den Entwicklern zugeschickt, damit wir es für euch testen, für sie testen und einfach zeigen können. Dafür auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Das Entwicklerstudio ist Studio Gauntlet. Ist ein norwegisches Entwicklerstudio und hat, ich glaube, 2000, Moment, ich schau kurz nochmal nach, hat 2018 Norwegian Game Award gewonnen. Also scheint ja ein bisschen was bei dem Spiel dabei zu sein. Wir haben das Ganze, wir haben hier kurz dafür bekommen und sollten oder wollten das eigentlich zusammen auf Steam testen. Zusammen. Das Problem ist, das funktioniert alles über diesen Stream-Modus von Steam und es war einfach so eklig. Erstens hat es ewig gedauert, bis wir da überhaupt mal zusammen gefunden haben und es bei jedem geklappt hat. Dann hat es geleckt, wie sonst was. Der Sound war einfach unkontrollierbar und ich blende euch einfach hier ein paar Szenen ein und wie schief das gelaufen ist. Wenn ihr dieses Spiel wirklich mit mehreren Leuten spielen wollt, kauft's euch und spielt Couch-Koop. Macht's wirklich nur Couch-Koop. Der Stream-Modus ist einfach nur schlecht. Es tut mir leid, aber der Modus ist unspielbar. Es tut mir auch leid, dass wir das nicht testen können weiter. Es wird nochmal einen Stream geben, wo vermutlich Aiden das dann im Stream zeigt alleine. Und ich zeige es jetzt hier in einem kleinen Review-Video, Übersichtsvideo, was denn so, wie das Spiel so ist und so weiter. Und ja, wir schauen jetzt einfach erstmal rein. Das Spiel hat es auf jeden Fall verdient. Es ist wirklich knifflig. Es ist sehr schwer an manchen Stellen. Und es macht verdammt viel Spaß, vor allem ist es sehr fesselnd. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Spiel und gucken uns das ein bisschen an. So, ihr habt hier die Möglichkeit: Koop-Kampagne, Solo-Kampagne. Einstellungen ist ja klar. Wir machen Solo-Kampagne, machen ein neues Spiel. Ja, der alte Spielstand machen wir weg. So, wir starten hier im Bonky Trainingsstation auf der Bonky Trainingsstation auf zum Fitnessstudio. Bonky Corp eröffnet Trainingsstation für Bonkies. Okay. Übung macht den Meister, behauptet Pressesprecher. Okay. Wir wissen noch nicht so viel, was hier abgeht. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Trainingsstation. Ja. Hi, ich grüße Sie. Willkommen in der Bonky Trainingsstation. Hier kannst du alleine trainieren. Mach dich bereit für Teamwork. Schneide hier gut ab und tritt einem echten Bonky-Team bei. No. Seufz, ein wahrhaftiges Bonky-Team. Ja, es war gerade ein Widerspruch in sich. So, hier kannst du alleine trainieren. Zusammen. Okay. Ja, jedenfalls, hier sind die verschiedenen Level. Und hier sind, genau, hier ist das Basistraining. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir nennen es jetzt einfach mal. Ero. Perfekt. So. Bei dem Ganzen, das ist ein Puzzlespiel. Ihr müsst also versuchen mit eurem Bonky, den ihr hier habt, ihr seht schon, müsst ihr versuchen in der vorgegebenen Zeit hier diese Kisten und Sachen zu nehmen und sie hier passend reinzusetzen. Das sieht jetzt gerade noch ja, ein bisschen leichter aus. Aber der Arm hat eine richtige Fuchtelsteuerung. Ihr werdet das alles noch erleben. Also, ich sehe auch gerade, dass meine. Wie machen wir das am dümmsten? Dass mein Controller ein bisschen spackt. An dieser Stelle schöne Grüße an Spacken. So. Jetzt müssen wir das einmal drehen. Perfekt draufgeflogen. So, ich habe es einmal, wie gesagt, kurz gespielt. Bei dem Stream war es leider unspielbar. Aber ich habe es alleine schon mal kurz angespielt. Und ihr seht schon, was ihr machen müsst. Versuchen eben dieses Gebäude nachzubauen, was da gezeigt wird. Und es gibt in jedem Level immer verschiedene Abschnitte. Und ganz wichtig ist einfach, das in der Zeit zu schaffen. Ihr habt hier 3 Minuten für die Banane, dann bekommt ihr die Banane. Ihr könnt auch die Sachen halten, damit sie bleiben und sowas. Das werdet ihr alles noch sehen. Ich hoffe, ich verscheiße nicht zu sehr. Es lief nicht ganz so gut, sagen
sagen wir so, bei meinem ersten Versuch einige große Fails waren dabei und sowas. Aber mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, hier haben wir auf jeden Fall die Bestzeit ergattert und eine erste Banane. Vier brauchen wir, um hinten das freizuschalten. Und jetzt gibt es hier natürlich, jetzt gibt es hier drei verschiedene Level, die wir alle testen können. Glasbrücke war, glaube ich, ungeil. Das war, glaube ich, okay, sage ich mal, okay. So. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es noch richtig schwer wird, weil die ersten Level hier waren schon so kompliziert. Also man muss wirklich da schon ein bisschen, so ein bisschen viel denken. So, was man genau denn wo machen muss und so weiter. So. So, Moment, schieb mal rüber. Und wenn es mal nicht so hält, wie man will, dann ist es natürlich eher ungeil. Ah, okay, hier kommt unser Schwebeplattförmchen. So, jetzt sehen wir schon links, das muss auch bleiben. Also, wir dürfen es nicht runterschmeißen. So. Versuch es ziemlich in der Mitte zu erwischen und einmal hochschweben. Und dann, oh Gott, hier mittig irgendwie abzusetzen. Ich halte es mal ein bisschen. Okay, hält. So. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Ihr seht schon, jetzt wird es alles ein bisschen, ja, tricky. Ihr müsst jetzt nach oben bauen. Ich weiß nicht, ob man so schaffen kann. Ich habe es noch nicht probiert. Beim letzten Mal habe ich das Teil unten benutzt, weil ich glaube, dass es nicht ging. Dass ein Teil das nicht hält. Ich glaube, es geht nicht. Wir schauen mal. Ja, das geht auch nicht von der Höhe her. Schade. Okay, dann müssen wir es erstmal runterbringen. So, das ist egal. So, hopp. Na, ich muss es ein bisschen runtersetzen. So, jetzt brauchen wir hier diesen Stützbalken. Sonst klappt es nicht. Das ist auf jeden Fall echt knifflig. Mir macht das wirklich Spaß. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, es zu spielen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich, das Spiel hätte ich nie gefunden. Weil man einfach auf manche Spiele einfach gar nicht kommt. Weil die einen gar nicht ansprechen, so vom ersten Sehen und Hören. Aber es macht echt viel Spaß und es ist echt knifflig. Also wer Puzzler mag, ist hier auf jeden Fall gut bedient. So, ich glaube, ich habe irgendwas falsch. Ah, ne, passt. Na, komm rüber. Passt. Okay. Ich war wieder in der Zeit. Das heißt, die Banane ist mir sicher. So. Ah, was immer toll ist. Ab. Wenn man am Ende ist, alles einreißen. Nichts Besseres. Es gibt kein besseres Gefühl, nach einer harten Arbeit alles wieder einstürzen zu lassen. So, ich glaube, das da oben war ein ziemlich geiles Level, deswegen probieren wir jetzt erstmal das. Es war eher nicht so toll, aber es war ein bisschen knifflig. Ich glaube, ne, das war, glaube ich, das knifflige, tolle Level. Mal gucken. Hier auf jeden Fall einen kleinen Einblick in die Trainingslevel geben. Den Rest dürft ihr dann selbst herausfinden, indem ihr es vielleicht euch sogar holt, vielleicht aber auch nicht. Das ist jeder Geschmackssache natürlich. Wer Puzzler liebt, den rate ich das wirklich. Aber halt, wir müssen da entgegensteuern. So. Vor allem die Steuerung ist halt sehr, sehr, sehr hakelig. Und das macht es nochmal schwieriger. Aber das soll so sein, das soll so sein. Ah, ja.
Nicht, müsst aufpassen, Glas kann kaputt gehen. Ist also relativ realistisch, würde ich mal behaupten. So. Einmal drauf hier. Kann man da irgendwie fast mit Eis gleichsetzen, so. So, komm. Bis eher mittig haben. Sonst ist es ziemlich schwierig, das da so mittig drauf zu bekommen. So kann man es nämlich einfach gerade rüberheben. So. Das Hammer. Ich glaube, ich weiß nicht, ist das kompliziertere? Ich glaube. Hier ist es relevant, dass man die Teile kaputt macht, weil es sonst vom Puzzeln her nicht passt. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, so oder so ähnlich sollte es werden. Oh Mann, komm. Hauptsache, ich schieb alles weg. Alles. Komm, Schub. Wisst ihr, was ich mir lustig vorstelle? Wenn man Entwickler ist und sich dann anschaut, wie jemand sein Spiel spielt und der stellt sich an wie der letzte Bonki. Das stelle ich mir richtig lustig vor. Ich glaube, das kann trotzdem was werden, auch wenn man es nicht kaputt macht. Ja, ich habe mich beim letzten Mal einfach nur komplett lost angestellt. Das kann trotzdem was werden, ich sehe schon. Ja, das passt trotzdem. Das ist natürlich jetzt einfach nur schlecht von mir gemacht, beziehungsweise schlecht gehalten. Doch, das passt tatsächlich. Ich war einfach nur beim letzten Mal. Entweder es war einfach zu spät, als ich es testen wollte. Jetzt habe ich gerade die falsche Taste gedrückt. Ah, ich die 2 Minuten. Scheiße. Okay, das war meine Banane. Schade. Ganz knapp die Banane nicht geschafft. Schade, schade. Ich werde es vielleicht gleich nochmal probieren und euch dann zeigen, was dann passiert. Ich denke, das ist ganz interessant. Ah ja. Weg. So. So, die Glasblöcke habe ich abgeschlossen. Jetzt kommt hier noch das letzte Level, bevor es hier weitergeht. Rahmenkonstruktion. Das ist, glaube ich, das coole Level, wo ich gesagt habe. Das ist auch ein bisschen kniffliger, aber es geht. Ich glaube, die Glasblöcke fand ich schwieriger. So, hier habt ihr jetzt Stützbalken, die ihr richtig verwenden solltet. Beziehungsweise müsst, sonst wird das nichts. Einmal natürlich hier so runterlegen. So, einmal mit Turbo hochheben. Sonst passt es hier natürlich nicht. Das sollte eigentlich nicht so, das habt ihr selbst gesehen. So. Die Teile kommen hier nur links. Okay. Hoch, 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 hoch. Hier kann ich das gerade aufsetzen. So, ihr seht schon, was ich meine. Diese Teile müssen da drunter am Ende, sonst wird es einfach zu schwer. Oh nein, das war falsche Richtung. Sonst wird die Konstruktion zu schwer und es kann nicht gehalten werden. So, ich ziehe es ein bisschen rüber noch. Okay, so, okay. Hält hoffentlich irgendwie. So, das steht richtig. Ihr seht schon, das Teil ist ziemlich schwer. Man kann so erahnen, wie schwer die Teile sind. So, hier brauche ich jetzt noch einen Stützbalken. So, ihr seht schon, die sind ein bisschen leichter. Da fliegt man natürlich auch ein bisschen schneller nach oben. Das kann man so ungefähr abschätzen. Klar, das ist natürlich am leichtesten. Diese Stützbalken haben nicht so hohes Gewicht. So, komm raus da.
So, ich habe es ziemlich mittig. Einmal Turbo nach oben und let's go. Auf unserer Webseite findet ihr übrigens einen kleinen Beitrag dazu, eine Pressemitteilung von den Entwicklern zu Bonkies. Die könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Da steht alle Infos, genau, alle wichtigen Informationen dazu. So. Das hält. Der letzte Stützbalken, der muss, glaube ich, da dazwischen. So war das. Ich kann das in 4 Minuten 30 schaffen. Ihr seht schon, was das werden soll. Es soll so ein kleines Hochhaus werden. So. Okay, Moment. Was da? Rüber. Gut. Jetzt der Stützbalken. Ja, ich fliege jetzt mal wo sonst wohin. Bis zum Mond da hinten. Ich glaube, ich gehe zuerst rechts, weil sonst hänge ich dann an der anderen Seite. So, das klappt. So, stellen uns jetzt mal nicht wieder letzte Bonki an. What the fuck? Was war das? Ich habe es, glaube ich, rausgezogen einmal komplett. So, hoch. Das kann ich schaffen, komm. Wenn ich mich jetzt nicht blöd anstelle, dann schaffe ich das. Und dann muss ich nur noch mal kurz das eine lösen mit dem Glas schneller. Und dann kann das was werden mit diesem Bonus-Ding, was da war. Wofür man 4 Bananen braucht, das zeige ich euch. So, geschafft. Let's go. Ich ziehe so einen Stützbalken einfach raus. So. Das hält. Das geht nicht. Ups. Da hat es mich rumgehauen. So, ich werde jetzt offscreen schnell noch das in der Bestzeit lösen, hoffentlich. Und dann zeige ich euch, was es als Bonus gibt. So, ich habe es geschafft. Beim ersten Versuch direkt, weil ich direkt wusste, okay, wie es funktioniert. Das ist dann ein bisschen einfacher. Ja, 2 Minuten 29 übrig. Jetzt habe ich die Banane, die wir brauchen für dieses Bonus-Dings, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn ihr alle Bananen in einer Welt sammelt. So, gemeistert. Perfekt. Alle Bananen. Ah, ich kann endlich ein Baubonki werden. Okay. Es gibt also scheinbar einen neuen Charakter, genau, einen neuen Bonki. Mehrmals drücken. Let's go. Roy ist nun abtrünnig. Ich werde ein Baubonki. Wir sehen uns im Koop. So, wir können jetzt Roy also im Koop spielen. Als Bonki. Perfekt. Du schaltest also neue Bonkis frei. Wenn du alle Bananen sammelst, wenn du die beste Zeit hast. So, du schaust muskulös aus und bereit zu der Tat zu schreiten. Deine Bonki-Kollegen zu treffen. Ja, let's go. Mit der Rakete in neue Bonki-Gefilde. Yes. Behalte deine Arme und Beine einfach immer im Gefährt. So, wir fliegen zum Pluto. Oh. Ja, wenn die Rakete nicht versagt hätte. Bonki-Korb gibt weiteren fehlgeschlagenen Raketenflug zu. Ja. Aufregende Nachrichten, sagt führender Konstrukteur der Rettungskapsel. Wir sind auf dem Pluto gestrandet. Da fliegt eine Banane außenrum. So, kurz die Nachricht nehmen wir anlesen. Oh,
König von Pluto, hey, du bist doch. Hey, bist du okay, Kleiner? Hab gesehen, wie deine kleine Rettungskapsel abgestürzt ist. Das ist mein Königinreich. Königinnenreich. Oh, das ist Königin von Pluto. Ups. Upsala. Königin. Ja. Sieht so aus. Warte, Plutonia! So, wir sind also auf dem Pluto oder Plutonia und hier gibt es unsere neuen Aufgaben. Und die möchte ich euch jetzt nicht vorwegnehmen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und es ist sehr knifflig an manchen Stellen. Und ich bin gespannt, was dann noch kommt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und wir werden noch einen Stream dazu machen auf Twitch. Alles unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei und verpasst nichts und kommt auf unseren Discord, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank nochmal an die Publisher und Entwickler von Bongies, dass sie es uns bereitgestellt haben. Tut uns leider leid, dass wir keinen, ja, Koop-Stream machen konnten. Da müsste man erstmal hier zusammen dann auf der Couch hocken und in Corona-Zeiten ist es ja leider alles gar nicht so leicht. Deshalb schade, dass es nicht so funktioniert. Aber spielt Couch-Koop gerne mit eurer Familie, mit euren Geschwistern. Macht es wirklich viel mehr Spaß. Vor allem, ihr seht schon, manche Level sind richtig knifflig. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da zu zweit oder zu dritt ist, dass man sich da richtig, richtig ärgert und es richtig witzig wird. Also gebt dem Spiel eine Chance. Schaut gerne vorbei. Gibt es für Steam, für die Switch, für GOG und für PlayStation und Xbox. Eins von den beiden. Ich glaube nicht für beide. Gibt es für Steam, GOG, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation. Gibt es sogar für beide. Schaut gerne vorbei. Genau, gerne auch uns auf unserer Webseite zum Beitrag, zur Pressemitteilung. Und hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet einen Einblick in Bonkies erhaschen. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.